Keith Jarrett, einer der schöpferischsten Musiker unserer Zeit, ein Künstler, der leise spricht, wenn überhaupt, ein hochintelligenter Zuhörer, ein unerschrockener Pianist, ein wacher Zeitgenosse, ein informierter Bürger, der weiß, was gespielt wird, ein guter Begleiter, ein besserer Mitspieler und ein noch besserer Solist. Da gibt es einen Jazzmusiker, der 25, 26 Jahre alt ist, auf einem Höhepunkt seiner Karriere angelangt. Und wenn man in dieser Zeit, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, in der Band oder sagen wir in dem Musikerpool von Miles Davis aufgetaucht ist, dann hat man eigentlich schon das Höchste erreicht. Und dann kriegt er einen Brief, dieser Gigant mit 26 Jahren, von einem Produzenten, der gerade ein Label gegründet hat, bei dem vielleicht 3 oder 4 Produktionen vorhanden waren, sonst nichts. Und er hat gesagt, ja, ich mache das, wir machen eine Produktion zusammen. Das war Facing You, eine Soloplatte, und sie hat gleich sehr gute Kritiken bekommen, war ein großer Erfolg. Und seit dieser Zeit, nachdem der Vertrag bei ABC, den Keith Jarrett zusätzlich noch hatte, ausgelaufen ist, hat Keith Jarrett im Grunde genommen nur noch bei ECM hier in München Produktion durchgeführt. Also das ist erstaunlich. Und wieso ist das eigentlich so? Ich muss froh sein, dass ich keinen Korb bekam. Du hast vorhin gesagt, dass er Miles Davis zuerst mal warten ließ und so. Ich weiß das alles gar nicht so genau. Ich kann nur sagen, ich habe Keith Jarrett über Voice of America gehört, schon in den 60er Jahren. Ich bin nach Molde gereist und habe ihn mit Charles Lloyd gehört und habe Keith immer bewundert, weil er so eine unglaubliche Vielfalt an musikalischen Ideen immer ausdrücken konnte in kurzer Zeit. Aber ich hatte das Gefühl, es sind so viele Ideen, er muss die erstmal kanalisieren, damit die irgendwie zu einer weiteren Arbeit oder Spirale ansetzen können. Es war ein unglaublich begabter Musiker und ich hatte das Gefühl, dass nachdem ich ein großer Anhänger auch von der Klavierschule des Bill Evans Trios war und geprägt dann auch von Paul Bley, der sehr viel Einfluss auch auf Keiths Werdegang ausüben sollte, hatte ich das Gefühl, das ist eine Art von Komplize. Manfred Eicher gilt in der Szene und nicht nur in der Szene als der wichtigste und beste Produzent für Jazz, für zeitgenössische Musik, für klassische Musik überhaupt. Wichtig war immer die künstlerische Auseinandersetzung und auf diesem Gebiet hatten wir von Anfang an ein Einverständnis, dass wir zusammen eben Dinge machen konnten, die vielleicht anderswo so nicht möglich gewesen wären. Diese Beziehung zwischen Manfred Eicher und Keith Jarrett hat eine Basis, die man in dem Musikbusiness und vor allen Dingen in dem, was man zur Unterhaltungssphäre, wenn man den Jazz mal mit dazu rechnen will, selten findet. Nämlich, da gibt es die Basis der Musikalität. Musik war bei Keith immer auch ein Freund, zu dem man gehen konnte, beziehungsweise es war der einzige Freund oft, weil Keith ist auch ein sehr einsamer Mensch, würde ich sagen, aber eine sehr geprägt von vielen Einflüssen und Wahrnehmung. Etwas, was irgendwie eine ganz reiche Einsamkeit ist, eine Art von Solitude, die vielleicht auch diese unheimliche Begabung irgendwo parallel mit gefördert und begleitet hat. Aber der Respekt, der da spürbar, mit Händen greifbar war, war der Respekt, den ein Musiker dem anderen Musiker gezollt hat. Das heißt, wenn ein Musiker etwas
machen wollte, etwas Musikalisches machen wollte, dann hat er bei Manfred Eicher einen Gesprächspartner gefunden, der verstanden hat, was er wollte. Und das ist ein Teil dieser, dieser Basis, die dazu geführt hat, dass diese Zusammenarbeit zwischen Keith, dem extrem schwierigen Keith Jarrett und Manfred Eicher so lange so erfolgreich gewesen ist. Treue ist eben eine ganz wichtige Maxime in der Arbeit, in der künstlerischen Arbeit. Aber es gibt noch viele Musiken von Keith Jarrett, die wir noch nicht gehört haben, die vielleicht auch irgendwie mal das Licht der Welt erblicken, wenn wir noch lange Zeit haben, miteinander irgendwie diese Archivarbeit zu machen. Das hervorstechendste Merkmal von Keith Jarrett aber war über all die Jahre hinweg seine Fähigkeit, fast möchte man sagen, seine Manie, etwas abzulehnen. Keith Jarrett ist der Neinsager schlechthin. Wäre Keith Jarrett ein Ja-Sager, sähe aber auch seine Kunst anders aus, sie wäre nicht annähernd so attraktiv, wie sie ist.